Die heutige Losung lese ich Ihnen im Kindergottesdienstraum vor. An diesem Altar feiern die Kinder jeden Sonntag, wenn wir uns treffen dürfen, ihren Kindergottesdienst. Gott, du hast mich von Jugend auf gelehrt und noch jetzt verkündige ich deine Wunder. Ein großer Bittpsalm, der 71. Psalm. Verlass mich nicht in meinem Alter. Das, was der Psalmbeter beschreibt, ist ein doppeltes. Zum einen, wie oft wir Menschen an unsere Grenzen kommen, dass unsere Kräfte im Altwerden weniger werden, dass wir die Erfahrung machen, dass andere uns Übles wollen, dass wir die Erfahrung von Krankheit und ja sogar von Tod machen. Er beschreibt die Erfahrungen von Grenzen, an die wir Menschen immer wieder stoßen. Und gleichzeitig beschreibt er: Gott, du bist mir treu. Das, was ich von dir gehört habe, als ich ein Kind war, das, was ich als Jugendlicher geglaubt, gehofft habe, darauf kann ich mich auch jetzt noch verlassen. Die Treue Gottes und seine Beständigkeit sind für uns immer wieder Trost und Ermutigung und Anlass zur Freude. Die Fröhlichkeit, die wir als Kinder hatten, sie soll auch jetzt unser Herz erfüllen. Amen. Gib uns Frieden jeden Tag, lasst uns nicht allein.